Man darf die Schneekugeln nicht schütteln, sondern man muss sie auf den Kopf stellen, warten, bis der Schnee zusammenkommt und dann umdrehen und dann schneit es richtig. Erwin Perzy III knows all the secrets about snow globes. His grandfather, Erwin Perzy I, conducted his initial experiments in this workshop in Vienna. He was a mechanic of surgical instruments and an inventor. Using a glass bowl filled with water, he was actually planning to enhance operating room lighting. Mein Großvater hat vor 121 Jahren genau durch reinen Zufall die Schneekugel erfunden. Er hat in der Küche von seiner Mutter Grieß gefunden, hat den Grieß in dieses Wasser hineingegeben und der Grieß hat sich mit Wasser angesoffen und ist so ganz langsam zu Boden geschwebt. Und wie er das gesehen hat, hat er sich gedacht, es sieht aus, als ob es in dieser Kugel schneit. Und das war die Basisidee für die Schneekugel. His grandfather found a miniature version of the Basilica in Mariazell, an Austrian pilgrimage site. He painted a pedestal with shoe polish and glued on the church, setting it in a glass globe. In 1900, he applied for a patent on the world's first snow globe. The flakes fluttered down gently thanks to the Viennese formula. Erst mein Vater hat dann die Mischung hergestellt vom Schnee, die wir heute noch verwenden. Und das ist mein persönliches Geheimnis. Das weiß momentan nur ich. Every year, the Viennese manufacturer produces around 200,000 snow globes. Almost all individual parts are made locally. The figures are made by hand, a process in which liquid plastic is poured into metal forms and pressed into shape. The Perzy family has also been experimenting with 3D printing. Diese Daten werden dann an den Drucker geschickt und der Drucker produziert dann Schicht für Schicht die Figur. Ein paar Pinguine, ein Engel. As the first woman in family history, daughter Sabina Perzy II has recently joined the business, bringing it into the fourth generation. She sees the future of the company positively. Customers value tradition. Zurück zum Ursprung. Man will wissen, was man konsumiert, wo die Sachen herkommen, die man kauft. Bei einer jeden Schneekugel, die dieses Haus verlässt, lässt sich zurückverfolgen, wer hat das produziert. Diese Kugel hat ein Gesicht und das sind wir, das ist meine Familie. Erwin Perzy's wife, Sabina Perzy I, paints dozens of snow globes a day. Many customers commission designs. The family uses originality to survive against copycat and low-cost competitors, proving they have a sense of humor, even during the Corona crisis. Also das ist die berühmteste Schneekugel vom Jahr 2020. Unsere Schneekugel mit dem Toilettenpapier war der Verkaufsschlager. Die Leute sind auf der Gasse draußen Schlange gestanden, um so eine Schneekugel zu bekommen. Directly next to the workshop is the family's own snow globe museum. The Viennese snow globe is a top export. Three former US presidents have one on a shelf. Like this snow globe for the Obama family, a thank you gift given by a resident of Vienna on a visit to the White House. The company presently stocks more than 350 motifs. Wenn man da reinschaut, ist das eine richtig schöne, heile Welt. Und das ist meine Welt seit mehr als 40 Jahren. A safe and cozy world where it always snows.